die Männer, die Frauen. Da ist es. Es ist da. Es ist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Wir, hallo. Wir zeichnen noch ja nicht auf, Mensch. Ihr gebt hier Vollgas. Und wenn gleich die Sendung los ist, sitzt er da und sagt, ich hab mir nur geklatscht, ich bin raus aus der Nummer. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in Berlin, Adlershof. Ich freue mich natürlich sehr, wunderbar hier in meiner Heimat auch aufzeichnen zu können, weil ich relativ schnell sprechen darf. In Köln, wenn du so redest, kicken sie sich an und sagen, was hat er gesagt? Versteht einen ja nicht. Ich freue mich wirklich. Eine neue, nagelneue Sendung lief noch nicht im Fernsehen. Wir haben jetzt diese dritte Aufzeichnung. Ich bin jetzt nachts wach geworden. Schlafe nackt. Ich bin wach geworden. Hab mich selber noch mal im Spiegel angeguckt und gesagt, Hammer. Das verstehen nur die Männer. Das verstehen nur die Männer. Hammer. Ja, Hammer. Nein, teilweise, ich mache teilweise mit mir selber Schluss, damit ich wieder mit mir zusammenkomme. Das ist irre, ja. Wir Männer sind ja, das ist halt geil, wir haben ein Selbstbewusstsein, das ist das Schöne. Frauen sind ja da immer so ein bisschen, wir Männer, also egal wie fett wir werden, wir ziehen einfach nur einen Schlüpper höher und sagen, ja, ich bin eine Liebesmaschine. Schön, wie die Frauen da sitzen und sagen, ja, kenn ich, ja, mein Mann, ja auch dir. Wir klatschen uns ja auch auf den Bauch. Es gibt, glaube ich, keinen Mann, der nicht Minimum einmal in der Beziehung den Schlüpper in die Kimme und sagt, ja, wo ist der Papa, wo ist der Papa? Ja, wo ist der Papa? Das ist, und die... Es ist doch so. Mann, es ist doch so. Und darum ist diese Sendung, das könnte man auch, so könnte man eine Sendung anfangen. So kann man eine Sendung anfangen. Mit Schlüpper in eine. Es ist erstmal Ruhe auf dem Sofa. Das Schöne ist, wie der Mann dann da sitzt und sagt: Siehst du, Marianne? Hat gesagt. Schön, das ist ja teilweise. Es gibt ja auch, glaube ich, kaum einen Mann. Hast du schon mal von deiner Freundin einen Schlüpper angezogen? Aus Spaß? Stringtanga, ich einmal falsch rum. Sieht komisch aus. Dingel und Dangel. Ja, warte, das passt doch ja nicht. Ah, jetzt habt ihr die ganzen Bilder im Kopf, merkt ihr was? Das kriegst du nicht mehr weg. Es ist eine hervorragende Sendung. Es ist lustig, es ist unterhaltsam, kurzweilig. Das irre, dass wir 12 Stunden aufzeichnen, würdet ihr kaum... War kurz, muss ich aber... mein Bus geht. Nein, wir haben geile Gäste da. Und wir haben ganz tolle Themen, weil es geht um Kinder. Wir haben Kinder, hast du schon ein bisschen erklärt irgendwas? Ja, nö, ja. Hast du schon erzählt? Ja. Und Kinder, die sagen so geile Antworten geben, die, weil die ehrlich sind. Die hauen einfach raus. Wir haben erst überlegt, ob wir mit Besoffene drehen, aber... Die sagen auch die Wahrheit. Also, das ist, und ganz wichtig, was auch noch zu sagen ist, ist eine Comedy-Show. Das ist trotzdem lustig. Es kann also sein, dass nachher irgendwann mal was passiert, wo ihr nicht wisst, war das jetzt lustig oder nicht. Ja, einfach lachen. Selbst wenn es kacke war und ihr lacht, was glaubst du, wie geil das zu Hause ist? Der Zuschauer zu Hause sieht das auch, denkt, ist ja nicht lustig, aber ihr lacht. Dann sitzt ihr auf dem Sofa und sagt, was war das denn? Und das Geile ist, dass ihr ja wisst, wann die Situation eintritt. Ihr könnt also die Ausstrahlung bei euch zu Hause auch angucken mit Freunden. Die könnt ihr einladen. Dann wisst ihr, wann es kacke wird, aber ihr gelacht habt. Dann könnt ihr auf dem Sofa sitzen, mitlachen. Eure Freunde gucken doof und ihr könnt sagen, hast du nicht gerafft, wa? Na ja. Also nicht nur, wir müssen noch so viel klatschen gleich. Ich würde mich freuen, wenn's losgeht, geht's voll los. Was gibt's noch zu sagen? Wir haben Mitte November. Vielleicht. Wir haben Mitte November. Ja, ist wichtig. Ich habe am 1. November Geburtstag. Das heißt, es kann sein, Nein, Freunde, man kriegt es ja auch nicht mehr verborgen, aber ich werde 28, man sieht es mir auch an. Ja. Hallo, wo ist der Gag? Es kann also sein, dass ich meinen männlichen Gästen sage, das ist der Hammer, und wir kommen ja Mitte November, ist ja irre. Dann wäre es schön, wenn ich der eine oder andere sagen würde, hallo. Mitte November, Alter, säufst du? Haben wir gar nicht.
Wir haben also Mitte November, wir wissen auch nicht, welcher November, aber wir haben November. Das wissen wir, November haben wir. Wir haben November, roundabout haben wir November. Ja? Keiner weiß genau, was gibt's noch zu sagen? Müssen wir Einspieler, Cold Opener gibt's nicht, Warm Opener gibt's auch nicht mehr, haben wir abgeschafft. Ja. RTL, wir müssen ordentlich den Fernsehen machen. Wir haben Verpflichtungen ordentlich tagsüber, komm, ihr wisst es selber. Ihr wisst es selber, RTL, guckt zu, die können das ertragen. Die wissen, das läuft Schrott. Tagsüber läuft. Teilweise überlegst du mit 45 Fieber zur Arbeit zu gehen, weil nichts läuft. Das ist irre. Ist doch so. Es läuft doch nichts mehr, Mensch. Nur noch Scheißdreck. Nur noch. Für Glanze. Glanze. Assi im Brennpunkt. Blaulichtreport. Der Blaulichtreport. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe diese Polizeisendung nicht. Versteht einer die Polizeisendung? Diese schlechten Polizeisendung. Nein, nicht. Ich bin von der Polizei. Ich komme aus Kreuzberg, da lief das anders. Da weiß ich nicht, ich bin anders aufgewachsen. Da kam noch kein Polizist. Ja, ich weiß auch Bescheid. Ja, was hier? Ja. Damals zu meiner Zeit noch, ich komme aus den 80ern, da gab es direkt eine rein. Das ja, darfst du nicht, halt die Fresse. Heute diskutieren Polizisten einen Tod. Ja. Im Auto. Du kannst ja sagen, nein, ich steig nicht aus. Steigen Sie bitte aus. Nein, ich steig nicht aus. Bitte, nein. Ist heute so. Du musst nicht, wir haben eine andere Sendung, haben wir uns mit Rechtsanwälten unterhalten. Du musst nicht aus deinem Auto aussteigen. Musst du nicht. Ist ein geschlossener Raum. Bleibst du sitzen. Machst du Scheibe runter, gibst du deine Papiere durch. Sagst du noch, es kalt. Und bleibst einfach sitzen. Ah, es wird kalt. Die Polizei, die versucht uns schon, die Polizei, die muss man schon ein bisschen Respekt gegenüber der Polizei muss schon haben. Muss schon haben, wenn du mit 180 durch eine 30er-Zone, das ist einfach, wenn die dich dann kriegen, dann musst du auch mal aussteigen und sagen Respekt. Also hast du dich, also, Respekt. Ja, nein, es ist nicht, wobei, ich wurde neulich angehalten, ich hab telefoniert im Auto, ohne Telefon, das ist das Schönste. Ich hatte ja kein Telefon dabei. Und die haben gesagt, ich habe telefoniert. Ich sage, ich habe doch kein Telefon dabei. Ja, trotzdem. War allerdings in Düsseldorf, ist da in der Nähe von Köln. Das ist auch nicht einfach. Das war sehr lustig. Dann habe ich ein Ticket gekriegt zu telefonieren. Ich hatte kein Telefon dabei. Ich habe gesagt, ja, ich habe telefoniert. Ja, so. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Gäste können wir schon reinholen. Hast du wieder auf den Zettel geschrieben? Ja. Meine Gäste. Das ist so geil. Schönschrift hast du, also keine Punkte. Mädchen hatten in der Schule immer Schönschrift. Ich wusste teilweise ja nicht, dass es so was gibt. Schönschrift. Das ist schon schön gemacht. Ich habe keine Brille auf, ich musste so. Das ist schlimm, wenn du so machst, dann ist schlimm. Aber ich würde einfach alle Frauen auf einmal oder was? Ja. Weil wir würden unsere Gäste vorher schon mal begrüßen, weil wenn ich dann gleich, wenn die Sendung anfängt, sind die schon da quasi. Das ist irre. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass heute diese wunderbaren Frauen meine Sendung, wie sage ich, bereichern. Begrüßen Sie Anja Kling, Andrea Sawatzki und Laura von Torra. Jetzt mal hier an Vollgas. Alle drei. Eine hübscher als die andere. Eine hübscher als die andere. Eine hübscher. Mein Hase. Leider verheiratet, bist vergeben, bist weg vom Markt, schade. Das ist ja. Schön, mich zu sehen. Bitte, da setzt ihr. Ich habe großen Respekt vor Ihrer Kunst. Das als Farbflex in die Mitte, oder? Ja, setzt doch so, ist doch toll. Wie ihr wollt. Gibt es eine Sitzreihenfolge? Gibt es eine Sitzreihenfolge? Als Farbflex. Ist wie bei uns zu Hause. Wenn ich zu Hause gefragt werde, gibt es feste Sitzplätze, sage ich, nein, das ist meiner, mehr nicht. Der Rest kann sich sitzen, wie er will. Gibt es eine feste Sitzfolge? Ja. So lange bis mal. Mir wurde gesagt, ich soll stehen am Anfang der Sendung. Ja, wie wird auch den ganzen Tag jemand erzählen? Ich tue das, was deine Leute mir sagen, Mario. Was, bitte? Ich muss ja auch das machen, was die mir sagen. Das ist ja, viele denken ja, ich habe hier was zu melden. Die Zeiten sind vorbei, schade, ja. Schade, nee, nein, lass kommen, ist gut. Nein, ist gut. Das kann aussuchen, entweder bist du bei RTL oder... oder bei Sat.1 mit alle anderen. Die Plakate an die Busse stellen, hast du die gesehen von Sat.1? Alle Comedians auf ein Plakat. Alle. Alle auf ein Plakat. Keiner weiß, welcher. Keine Ahnung, alle. So schade, ich hätte gerne ein eigenes Plakat von RTL.
Vielleicht sieht das ja RTL jetzt. Ich hätte ja nur mein eigenes Plakat. Einfach nur so ein. Nur Icke. Nur Icke. Nur mein Gesicht, Mario Barth. Auch ja nicht hier, neue Sendung, Mario Barth. Einfach nur Mario Barth. So ein Plakat, wo einfach nur Mario Barth draufsteht. Ach, Mario Barth, danke. Schreibe ich drüber, danke. Warum? Keine Ahnung. Einfach mal danke, man muss mir sagen zu wenig danke. Und wir haben tolle männliche Gäste heute. Ich bin auch sehr froh, dass Sie da sind. Besser kann der Abend nicht laufen. Begrüßen Sie Jürgen Vogel, Martin Rütter und Joachim Lambi. Jürgen! Jürgen! Lass ihn laufen! Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind. Seid ihr heute mal nicht im Sacke? Wir zwei tanzen? Oh, das haben wir schon mal. Ja, ja, nee, 2, 3 Schritt, Tipp und so. Ja, musst du aufpassen mit Küssen und so, musst du aufpassen wegen sexueller Belästigung. Aufpassen, Freunde, hinsetzen, ja, 30 Jahre später. Ach, Rolle, ich wurde schon abgefusselt gerade. Du wurdest abgefusselt? Kannst du verklagen. Ja, aber ich 20 Jahre lang. Eher abgefusselt. Ich fand's geil. Du fandst ganz geil. Ja, ich fand's ganz geil. Beim Jürgen war aber nur eine kleine Rolle. Ich muss aufpassen. Aber meine Brustwarzen waren spitz dann. Aber egal. Okay. Nein, wir sind jetzt woanders. Das ist ich sehe das schon. In 25 Jahren. Großer Skandal. Jürgen Vogel. Ja. Sexuelle Belästigung bei Mario Barth. Brustnippel waren hart. Zeugen berichten. Die Bäder haben uns bereits schon totgesoffen, aber die anderen wissen über uns Bescheid. Also, wir können jetzt direkt anfangen. Ich hau jetzt noch mal ab, komm gleich noch mal wieder. Schön wäre, wenn ihr mich dann so begrüßen könntet, als wenn ich noch gar nicht da gewesen wäre. Nicht, dass ich rauskomme und ihr sitzt dann und sagt, da ist er wieder. Hat er wohl irgendwas vergessen? Also so, ansonsten sind wir bereit. Geht los, ich fange hier direkt an mit so kleinen und dann großen und dann... Geld gibt's auch noch? Na, besser kann ja nie laufen. Bis gleich.